Ich bin Laura Jungmann, bin Produktdesignerin in Karlsruhe. Die Idee für das Projekt Same Same und das Label Same Same entstand aus meiner Diplomarbeit aus dem Jahr 2013. Die Idee war, existierende industrielle Glasflaschen zu verwenden, diese zu erhitzen, umzuformen und dann neue Produkte daraus entstehen zu lassen. Ich habe damals eben einen Glasbläser, einen Glasmacher gesucht und habe Cornelius Rea gefunden. Wir haben dann bei ihm in der Werkstatt in Nürnberg eine Art Workshop gemacht und gemeinsam erste Produkte entwickelt und dann auch umgesetzt. Das Interessante ist eigentlich daran, dass man die Flasche weiterhin erkennt. Also man erkennt dieses standardisierte Massenprodukt immer noch in dem Produkt. Und durch die handwerkliche Produktion wird aber aus jedem, also wird jedes Produkt in Einzelstücken Unikat. Die Flaschen werden zunächst erhitzt und dann auf der Pfeife mit traditionellen Methoden und Werkzeugen umgeformt. Die Bierflasche wird zum Beispiel oben am Flaschenhals aufgenommen und dann frei aufgeblasen. Anschließend werden die Flaschen von der Pfeife wieder abgeschlagen und kommen zum Abkühlen ganz lange in einen Temperofen. Das ist ein aufwendiger handwerklicher Prozess, den Cornelius Rea in monatelanger Arbeit entwickelt und mittlerweile zur Perfektion gebracht hat. Alle Formen sind reproduzierbar und trotzdem ist jedes Objekt durch die handwerkliche Produktion ein Unikat. So entsteht aus einem standardisierten Massenprodukt ein hochwertiges Einzelstück.